rein. So, da rein. Können wir eigentlich nochmal mit dem Glied des hier reden? Okay. Egal, hier, wir gehen einfach jetzt rein. Meine Güte. Hi. Rowusch? Ich glaube, ich sehe doppelt. Hä? Was? Das gibt's doch gar nicht. Haha, verblüffend, nicht? Das Blatt hat sich gewendet. Dann können wir ja endlich abstimmen, wer denn nun die Codes holen geht. Also, ich stimme für mich. Und ich stimme für mich. Was? Nein, hey! Tja, dann fällt die Wahl wohl eindeutig auf mich. Ich werde nämlich auch für deinen Doppelgänger stimmen. Und somit steht es 3-2-2. Nein, nein, nein! Ich muss doch gehen! Du wolltest abstimmen und wir haben abgestimmt. Jetzt brauchen wir nur noch ein Seil und es kann losgehen. Boah, was können wir mit dem machen? Das Gesicht kommt. Egal. Haha. So, ein Seil. Ja. Ein Seil. Ich weiß jetzt... Ich mach mal hier weiter kurz. Wie spät ist es eigentlich jetzt? Ach, 17.24 Uhr. Nur. Schön. So, Toni. Ist wieder ein bisschen ruhig. Hi. Was ist das? Ein Rezept für einen Strick. Ich habe es hier in Augenhöhe aufgehängt, um es als Option im Hinterkopf zu behalten. Für den Fall, dass du wieder auftauchst. Kann ich es haben? Nachdem ich jahrelang dafür gebetet habe, willst du dir also endlich einen Strick nehmen? Heute muss mein Geburtstag sein. Oh, und ich habe keinen Kuchen dabei. Geschweige denn 100 Kerzen. Nimm das Rezept und verschwinde. Bin schon weg. Schön, dass du wieder die Alte bist. Mit Betonung auf alt. Raus! Oh Mann, Rufus. Rufus, Rufus, Rufus. Du hast Tony ja wieder... Hallo? Du hast Tony ja wieder ein bisschen normal gemacht. Ein bisschen. Dass man auch bei ihr unter normal verstehen kann. Das weiß ich ja leider nicht. Aber gehen wir mal zum Strickladen. Wir haben hier einen Strick verordnet bekommen. Ich habe hier ein Rezept für einen Strick. Darf ich mal sehen? Ah ja, so einen habe ich noch auf Lager. Hier, brauchen Sie vielleicht noch Imprägnierspray? Zu dieser Jahreszeit kann es an manchen Brückengeländern noch recht feucht sein. Das ist schon in Ordnung. Moment mal, das ist ja nur ein Schnürsenkel. Tja. Ein besseres Modell übernimmt Ihre Krankenkasse leider nicht. Tut mir leid. Dankeschön. Strick. Schnürsenkel. Bitte. Wird Bosus Bruder das überleben? Gute Neuigkeit. Echt? Das ist die Frage. Wird er das überleben? Ja, genau. Das wird eine wunderschöne Falle. Perfekt. Rufus? Bist du sicher, dass eine Schlingenfalle hier die beste Option ist? Na sicher bin ich mir sicher. Das ist wie bei den Cowboys. Du magst doch Cowboys, oder? Ich mag Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Baby in eine Schlingenfalle locken würde. Ah, weil er kein echter Cowboy ist. Lass mich einfach mal machen, okay? Und halt den Fotoapparat bereit. Naja, so locken wir das Baby rein. Okay. Ei, Kukumoto. Lecker, happy, happy. Und jetzt komm zu Papa, Papi. Oh. Jetzt sitzt er in der Falle. Und? Wer ist jetzt der Klügere? Hm? Rufus? Gehört das noch zum Plan? Ich verstehe dich nicht. Was willst du mir sagen? Vielleicht zeigst du einfach drauf. Auf was denn? Das Seilende?
Ich weiß nicht, ob ich das kann. Schon gut, schon gut. Ich komme ja schon. Nur Mut, Barry. Nur nicht runtergucken. Nur nicht. Oh, los. Ich hab's geschafft. Ja. Und ich konnte sogar helfen. Helfen? Genau. Wenn du fertig bist, dir eine Scheibe von meinem Erfolg abzuschneiden, könntest du dann endlich das Foto machen? Bist du dir sicher? Ich kann mich ja auch so schon kaum halten. Mach das bescheuerte Foto! Na gut, das Foto. Na, das hat doch prima geklappt. Findest du? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das Ganze ausgegangen ist. Dann hast du ja das Beste verpasst. Habe ich ein Foto gemacht? Und was für eins. Ich borge es mir kurz aus, okay? Ich... ein Foto. Was ist das eigentlich für ein Foto? Wieso ist es so schwarz-weiß? Könnte ja auch aufgezeichnet sein. Ich dachte, wir hängen jetzt das Baby auf. Welcher kranke Verstand wäre das, der ein Baby aufhängt? Hey, Bozo! Darf ich aber rufen? Was erkennst du auf diesem Bild hier? Ich will doch einfach nur... Das ist der Teufel! Blödsinn, das bin ich. Und ich bin dabei, ein Kind in der Not zu retten. Mann, du hast ja echt nicht alle Tassen im Schrank. Das ist der Teufel! Muss eigentlich Baby Bozo hin? Ach, ist egal. Zumindest ist irgendwo ein Baby gerettet worden. Wenn es nochmal irgendwo in der Patsche sein sollte, dann ist es mir auch egal, ich habe mein Foto. So, wo steckt Baby Bozo? Entweder im Mantel oder in der Hose. Ich bräuchte noch eine Therapiesitzung. Schon wieder? Schon wieder. So. Na gut. Bringen wir es hinter. Jo. Kartenspiel bitte. Wollen wir... Ah, ja. Elysium stürzt ab. Das ist... So, das ist... Das bin ich. Das ist der Teufel. Ein gut aussehender Teufel. Zugegeben, aber nichtsdestotrotz. Der Teufel. Verstehe. Tja, das klingt wirklich nach einem schweren Fall. Meiner Analyse zufolge sind Sie vollkommen zu Recht deprimiert. Sie leiden unter einer fremden Person, die Ihnen das Leben zur Hölle macht. Da helfen nur noch Psychopharmaka. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen aus meinem Schrank. Yippie! Bitte was? Ach ja. Oh weh, oh weh. Ich armes, rückgratloses Würstchen, ich. Das will ich aber auch meinen. Yippie! Psychopharmaka! Berechmittel, juhu! Antidepressiva, ja. Und jetzt mischen! Ich komme darauf zurück, falls ich jemals den Drang verspüre, Regenbogen zu kotzen. ja. Ei, Kukumoto! Lecker Happen! Wahrscheinlich nicht. Der bräuchte wohl erstmal eine ordentliche Dosis Ritalin. Oh Mann. Schade, dass wir die Hormone nicht mehr haben. Da hätte Baby Bozo. Bozo zu Baby Bosina werden oder sowas können. So. Akuki da, was der Onkel Rufus hat. Brechmittel. Das wäre lustig, wenn er etwas gegessen hätte. Hatte aber nicht. Dann ebenso. Hey, Bozo. Diesmal habe ich genau das Richtige für dich. Lecker Psychopharmaka. Sag, Na komm schon. Ein für Mama, Bozo. Will ich. Ach, das gibt's doch nicht. Dabei war ich mir diesmal so vielleicht... Hunger muss er ja irgendwann mal bekommen. Ja, genau. Ich habe mir das schon gerade überlegt.
Effekt, wenn ich die Antidepressiva in die Suppe mische. Hier steht, man soll maximal 2 Tabletten am Tag nehmen. Boso zählt aber für 2. Und er ist frustriert für 10. Ach, was soll's. Ich tue einfach alle rein. Sicher ist sicher. Genau. Tja, ich sehe keinen anderen Weg, meine Antidepressiva zurückzubekommen. Sag schön brav A. Das mit dem Alphabet üben wir aber nochmal. Das hier ist wohl eins dieser Probleme. Was? Geht. Jetzt reicht's! Hör endlich auf! Niemand braucht deine Hilfe! Und schon gar nicht dabei, die Welt zu retten! Weil niemand in einer Welt leben will, in der ausgerechnet du den Helden spielen darfst! Du bist kein Held! Du bist ein Riesenarsch! Und du wirst uns alle umbringen! Aber du checkst es nicht, weil wir alle viel zu nett zu dir sind. Ach, Rufus, der meint es doch nicht so. Natürlich meinst du es so. Aber willst du mal wissen, was wir wirklich denken? Wir denken, hau ab! Wir denken, warum stirbst du nicht endlich? Du willst uns doch helfen, oder? Toll! Warum tust du es dann nicht? Warum stirbst du nicht einfach? Wow. Das war... Wow! Mir geht es plötzlich richtig gut. Ich fühle mich so... befreit. Ich könnte Bäume ausreißen. Ich... Oh, Rufus. Alles okay? Boso! Alte Piratensocke! Du bist wieder da! Ja, verdammt. Sieht so aus, was? Also, worauf warten wir noch? Wir müssen zum Rebellenlager. Genau. Warte nur kurz, bis ich meinen Mantel angezogen habe. Oh Mann, was für ein Ausraster. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, sich von Zeit zu Zeit mal daneben zu benehmen. Ich war so sauer, so gemein und das erste Mal seit langem so richtig ehrlich. So gesehen, bist du am Ende vielleicht doch einer von den Guten, was? Wie wär's mal, Gesicht waschen wäre auch eine gute Sache. Und ja, wir sind natürlich einer von den Guten. Komm schon. Ja doch, ich bin ja gleich soweit. Einfach mal kurz angepackt. Schal. So, bist du dann soweit? Klar, auf geht's. Und du bist dir sicher, dass das Rufus ist? Ganz sicher. Oder glaubst du ernsthaft, dass mehr von der Sorte rumlaufen? Nein. Na gut, du hast mich überzeugt. Ihr dürft rein. Was tun wir als nächstes? Wir? Also ich gehe jetzt da rein. Und du kannst meinetwegen wieder nach Hause gehen. Was? Aber ich bin doch gerade erst aufgestanden. Als dein Arzt sage ich dir, du solltest dich lieber schonen. Wir wollen ja nicht, dass du einen Rückfall bekommst und gleich wieder plemplem wirst, oder? So kenne ich meinen Boso. Unbeugsam, voller Tatendrang und steht immer im Weg rum. Genau. Hier. Lustige Idee. Ein Selbstporträt als Sparbüchse. Genau. Ach, ich dachte, wir können jetzt Geld rausholen. Das finde ich ja so blöd. Garlef, was lungerst du da rum?
Und wo ist der Rest? Die machen gerade eine Vollversammlung. Eine was? Was soll denn das für eine Vollversammlung sein, so ganz ohne mich? Oder Janosch? Und du und Liebold seid doch auch hier. Wir sollen die Tür bewachen. Ist denn niemand von der alten Truppe bei der Vollversammlung? Das ist ein Skandal. Ich werde mir diesen sogenannten neuen General mal vorknöpfen. Das geht jetzt nicht. Der General will nicht gestört werden. Und was passiert, wenn der Organon angreift? Wird er nicht. Der Organon hat sich zurückgezogen. Nix da! Die Tür bleibt zu! Nicht stören. Vollversammlung. Voll von wegen. Voll sinnlos vielleicht. So ohne mich. Ja, natürlich. Liebold, ich meine, Galef, willst dein Pilz? Das hier ist wohl eins dieser Probleme, die sich nicht durch den kreativen Einsatz von Fußpilz lösen lassen. Scheinbar. Lustige Idee. Ein Selbstporträt als... Tja, ich weiß auch nicht weiter. Hier, ein Heldenfoto. Was soll das sein? Mein Ausweis? Verzieh dich. Mein Ausweis. Spar-Pizze. Was soll das sein? Ein Bestechungsversuch? Verzieh dich. Also Galef, bitte. Wir sind doch alte Kumpels, Kollegen. Das hier ist... Also man kann über den... Was muss ich tun, damit du mich reinlässt? Willst du einen gefälschten Ausweis? Soll ich dir Abführmittel ins Essen rühren? Das wäre der Klassiker. Es gäbe da schon eine Sache. Ich wusste es. Ich will eine größere Rolle. Bitte was? Ja, ich habe mir zur Vorbereitung für diesen Job viele Kriegsmusicals angesehen. Und derjenige, der das Tor bewacht, darf nicht mal im Chor mitsingen. Dabei habe ich einen hervorragenden Bariton. Könnte der besessene Oberst sein. Greift an, folgt meinem düsteren Blick. Mein Säbel ist gezückt, der Bart juckt wie verrückt. Nee, lass mal. Ja, das wäre besser. Da wäre eine größere Rolle. Als Schwein kriegt er eine Rolle. Ja. Wir sind im Rebellenlager, was? Keine Zeit für Spaziergänge. Toll, jetzt komme ich auch nicht mehr raus. Hier kriegt was soll das sein? Mein VIP-Pass? Verzieh dich. Mein VIP-Pass? Das würde sich gut über dem Kamin machen. Ich hoffe, wo soll ich... Ich habe es... Immerhin stehe ich... Das hier ist wohl ein... Das hier ist wohl ein... Das hier ist wohl ein... Weg hier. Was hat er noch? Es ist gerade so spannend. Da möchte ich lieb. Okay, ich darf es nicht weggeben. 6 Slotte kriegen wir auch nicht. Können wir vielleicht. Ja, das können wir. Hallo. Ich hab die Moneten. Die 5 Slotte? Nein. Ich meinte, ich hab genug, um die Nukleinsäure zu kaufen. Unmöglich. 6 Slotti? Tatsache. Ich dachte nicht, dass es solche Mengen an Geld wirklich gibt. Jetzt muss ich nur noch irgendwie drankommen. Viel Spaß dabei. Ja, dafür habe ich jetzt die Nukleinsäure. Gaul? Bist du noch am Leben? Gaul? Gaul? Was ist denn hier passiert? Wo ist Gaul? Die Höhle hat uns ausgespuckt. Oli ist weggelaufen. Na, wenigstens ist euch nichts passiert. Aber Asti? Bitte wer? Den Namen Asti höre ich zum ersten Mal. Außerdem würde ich mich doch erinnern, wenn da noch ein drittes Balk gewesen wäre. Ich würde sagen, ihr seid vollzählig. Du und na, Dingens hier. Nicht weiter wichtig. Viel wichtiger ist ja, wo ist Gaul? In den Unheil gelaufen. In den Tunnel da hinten? Ach, dann kann sie ja nicht weit sein. Du bleibst hier bei... Na, hier halt. Nicht Gretchen alleine lassen. Das heißt alleine lassen. Mit A. Also wirklich. Oh, Mann. Gauli!
Miets, miets, put, put. Putti, putti, put. Goli. Schrott sei Dank. Warte, nicht bewegen. Ich komme jetzt da runter und rette dich. Putti, putti, put. Ach, wie süß. Oh, und das war eigentlich zu erwarten, dass erstens die Kinder gefressen werden. Zweitens, naja, zumindest wurden zwei Viertel der Kinder gefressen. Sagen wir mal so, gefressen wurden zwei Viertel der Kinder. Die Hälfte ist ja noch da. Oder? Vielleicht sind doch Rusty und vielleicht. Vielleicht auch nicht. Lass mal runter. Ja. Ach, wir können durch die Rohre. Durchs Rohr. Okay. Was? Hä? Man kann auch ganz leicht den richtigen Weg finden. Hallo? Zurück? Zurück? Vorne. So. Scheiße. Nein. Ich dachte schon. Huhu, bitte kommen. Nichts. Auf dieser Frequenz funkt wohl gerade niemand. Rohr? Erstmal können vor Lachen. Erstmal muss ich zu ihr finden. Wie ist sie da noch runtergekommen? Das fragen wir uns. Verdammt. Kommen wir zu Goal. Fenster. Keiner da. Genau. Harre aus! Ich rette dich! Wie ist sie da noch runter? Ja, das wissen wir nicht. Und wir wissen auch nicht den Weg zurück oder irgendwo hin. Hallo, hallo. Wir laufen hier eigentlich im Kreis. Verdammt! Hä? 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 Also, Rohr, 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 wir gehen durchs Rohr. Verdammt, es muss doch irgendeinen Trink geben. Harre aus, ich rette dich. Erstmal können vor Lachen. Erstmal muss ich zu ihr finden. Wie ist sie da noch runtergekommen? Das wissen wir ja nicht. Wir haben kein Rohr mehr, das wir betreten können. Das wird noch. Was geht denn noch? Hallo. Hallo. Aber Dodo. Sag mal, was machst du denn? Du solltest doch für mich stimmen. Und warum stimmst du nicht für mich? Immerhin sind wir identisch.
oder? Das ist ja auch Pillepalle, wer von uns beiden die Codes holt. Hauptsache, es tut nicht dieser aufgeblasene Dödel. Da stimme ich zu. Wir müssen ihn irgendwie loswerden. Ich lasse mir was einfallen. Töten! Nee, Zahnbürste! Angriff! Er kann sich schon mal einen Strick besorgen, aber nicht auf diese Weise. Ja, den letzten Strick. Strick? Der Bandwurm könnte mit viel Fantasie und gutem Willen als Seilersatz in Frage kommen. Aber damit warte ich lieber, bis es eine faire Auszählung gegeben hat. Also eine, bei der ich gewinne. Ich ziehe mich nicht um, wenn jemand zu... Ich bin nicht so ein Mädchen. Oh. Der braucht kein Kostüm. Er geht ja schon als Kaub. Okay. Dieses Duell werde ich sicher nicht durch den unfairen Ein, sondern in... Am Ende nehmen die mich noch unter Beschuss. In diesem Aufzug sollte ich da lieber nicht rein. Am Ende nehmen die... Ja, das glaube ich auch. Was ist denn das? Ist das neu oder alt? Weiß ich gar nicht. Denn nicht mehr. Das ist alt. Wie es scheint. Ich habe ihm nichts außer. Ha. Ich weiß ja nicht. Was können wir denn noch so beantragen? Ein Irk haben wir ja schon. Das ist alles derselbe Antragsformular 7 und Antrag auf. Medizinische Hilfe B. C. Einen Ersatz. Können wir nochmal medizinische Hilfe? Soweit zu. Was werde ich denn beantragen? Boah. Nicht nochmal. Das war schon beim ersten Mal stressig genug. Ja, diesmal bist du aber Arzt. Schade. Ah, Mann. Okay. Oh, ich würde mal sagen, ich mache an diesem Punkt hier mal. Ende und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme von Goodbye Deponia wieder und ich verabschiede mich jetzt. Tschüss.